Oh, excuse me, sir. I didn't realize anyone was here. Okay. I only have to get a few papers here. Have a good day, sir. Herr Klein, wir haben leider keine Informationen in unserer Akte über einen Klaus Becker. Und wenn er hier als Patient, ich meine zur Kur oder so? Bei den Amerikanern, das wäre unmöglich. Vielleicht als Angehöriger der US Army. Ich habe keine weitere Information. Okay, okay, können wir wohl nichts machen. Also, es tut mir leid. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Mühe. Nächste Dank. U.S. Headquarters, Heidelberg, Department A3. Confidential personal note. Reference Klaus Becker, VIP 47.11, Deadway. Eve Klein, Swiss subject, in search of Klaus Becker. Guten Morgen, Frau Beckley, wie geht's denn? Guten Morgen, bye. Kaffee schon fertig? Herr Kummerer hat schon dreimal nach Ihnen gefragt. Danke. Übrigens, Herr Bieler ist da. Herr Bieler, wo steckt er? In Ihrem Zimmer. Gut. Soll ich zu Herrn Kummerer durchstellen? Nein, nein, kann warten. Hallo Frank, das ist ja eine angenehme Überraschung. Hallo Yves. Grüß dich, wartest du schon lange? Nein, ich bin gerade erst gekommen. Du, ich habe hier was entdeckt, was irgendwie nicht ganz hineinpasst. Wie nicht hineinpasst? Schau mal. Dieser Zusatz hier, der muss später, also erst nach 1945 hineingekommen sein. Das ist VX. VX? VX ist ein amerikanisches Nervengas, was erst Anfang der 70er Jahre entwickelt worden ist. In den 70er Jahren? Das ist ja interessant. Und 100-mal giftiger als Tabun. Noch interessanter ist das hier. Ein Stoff, den es eigentlich gar nicht gibt. Zumindest nicht in der chemischen Literatur. Wahrscheinlich eine völlig geheim gehaltene Formel für einen neuen Kampfstoff. Wie bist du darauf gekommen? Sieh mal, das ist mit Kugelschreiber eingeschrieben. Und das hat mich neugierig gemacht. Kugelschreiber gab es erst nach dem Kriege. Ach, du bist ja gut. Dann kann es also doch sein, dass Becker bei den Amerikanern immer noch Gift kocht. Sherlock Holmes und Dr. Watson bei der Arbeit. Richtig, bei der Arbeit. Bitte um Entschuldigung, dass ich dabei störe, aber wir haben hier auch noch eine Nebenbeschäftigung. Wir sind nämlich eine Bank. Interessant. Wissen Sie, ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Vielleicht haben Sie gerade jetzt die nächste Weltwirtschaftskrise abzuwenden. Ciao, Yves, ich rufe dich am heute an. Mach's gut. Also, so geht das nicht. Sie verschwinden einfach für Tage und kein Mensch weiß, wo Sie sind. Ist Fräulein Bächli kein Mensch? Wieso? Sie hätten Sie zum Beispiel fragen können. Fräulein Bächli fragen? Ich muss es wissen, wo meine Mitarbeiter sich aufhalten. Wenn Ihnen das nicht passt, muss ich mich bei Dr. Jenny beschweren. Ach, das tun Sie doch am besten gleich, dann können wir zusammen zu ihm gehen. Wieso denn Sie? Was haben Sie denn bei ihm zu tun? Fräulein Bächli, wir müssen mein US-Visum erneuern. Ich muss nach Amerika. Ja, aber wieso nach Amerika? Sherlock Holmes hat eine neue Spur. Thank you.
Visit here? No, it's not my first visit. I have been here several times. Are you here on vacation or business? Business, unfortunately. I would prefer to have a vacation here. Do we pass the Daily News building? Yeah, it's on 42nd Street. And I will take you there if you would like. It's not too far from here. Oh, yeah. A friend of mine is working there. You might see him in a while because everybody at work at the moment.